Es ist halt wieder die Frage, wenn ich jetzt da runter hopse, würde ich jetzt eigentlich erstmal tun, ne? Weil ich ja da. Die Tür dann auf hab. Und dann an die Schatztruhe rankomme. Oha. Oha. Edelsteine einsetzen. Ach so, naja. Vielleicht finden wir noch ein paar andere. Drei Farbenbonus ist jetzt nicht erstmal nicht so schlecht, würde ich sagen, ne? Wir können natürlich noch beim Händler vielleicht, ich glaube, einen könnte ich noch eintauschen. Die Frage, wie sinnvoll das ist. So, wie komme ich jetzt? Achso, das ist eine normale verriegelte Tür. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn hier raus? Aha. War ich hier schon? Hör irgendjemand wispern? Also war ich hier noch nicht. Ach, hier wäre ich dann durchgekommen, wenn ich die Tür genommen hätte. Okay. Irgendwas baumelt hier. Ich weiß nicht, ob ich den Pfeil da rankomme, deswegen machen wir mal so. Lass ihn nicht stören. Ja, wieder. Also clever ist es, die linke Maustaste zu drücken und wenn das nicht zieht, direkt F hinterher zu spammen, dann kann man sie in der Regel direkt umlegen. Also wenn du sie nicht so töten kannst, dann machst du wenigstens den Roundhouse Kick. Auch schon wieder total. Warum ist das Ding da hochgeflogen? Mäßige deinen Schritt, Bruder. Jakob. Ich will sie jetzt nicht beschreien, aber die verwandeln sich relativ selten noch, ne? Der nächste, der verwandelt sich bestimmt direkt, weil ich es gecallt habe. Oh, was, hör mal. Der wollte mich erschrecken. Ich habe das schon gehört, das Pling, Pling, Pling von seinem Morgenstern. Habe aber nicht damit gerechnet, dass er hinter der Wand steht. Wenn du auf die Beine schießt, bei den Leuten ohne Schild, fallen sie hin oder drehen sich. Ja, das habe ich am Anfang auch gemacht. Ein Kollege von mir, der auch schon Resident Evil gespielt hat, hat gesagt, schieß mir auf die Beine, dann verwandeln die sich nicht. Oder ist die Chance, dass sie verwandeln, geringer. Spoiler Alert war jetzt nicht so. Also die haben mich trotzdem verwandelt. Also, deswegen habe ich wieder angefangen, auf die Köpfe zu schießen, wenn ich kann. Okay. Ach, na hör mal. Bist du hässlich? So langsam geht er mir echt auf den Sack. Der kann ja nicht hier unten rein, dafür ist er zu fett, glaube ich, ne? Aber ich komme ja auch nicht weg. Sind halt so wieder Sachen so. Keiner weird. Brauche ich den nochmal, den Forellenbarsch? Ist halt ein großer. Letztes Mal war der große eine Quest. Deswegen will ich die ungern jetzt nehmen. Hat der überhaupt gefühlt eine Schwachstelle? Kann ich den überhaupt töten? Oder muss ich einfach wegrennen? Das ist bei Resident Evil auch immer nicht so ganz einfach lang, auszumachen. Also, im ersten Blick würde ich sagen, Daniel, lass mal sein.
Weil mit einer normalen Waffe kriegst du ihn, glaube ich, nicht tot. Das war Pater O'Fennigan, den ich da gemacht habe. Ist das jetzt wieder so ein... Also ich kann jetzt da runter hopsen. Also ich glaube, den kann ich jetzt erstmal so nicht machen. Schild wird wahrscheinlich auch nicht ewig halten, vermute ich mal. Ich hab gedacht, da liegt was, hab mich getäuscht. Oh, ich glaube mal, wie er auch durchdreht, ne? Hat auch einen Wurfarm, der Junge. Ich gehe erstmal in Deckung, wenn das okay ist. Wirf die Scheiße bis hier rein, ne? Da war ich doch aber schon. Der ist jetzt nicht cool. Oh, da drüben komme ich wieder nicht rein. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder was? Ungeil. Komm ich jetzt... Ich komme ja da nicht durch. Oh, da ist die Tür jetzt offen. Sieht gerade so aus, als wäre sie offen. Die ist halt nicht, ne? Natürlich, sie ist halt nicht. Nee, die ist zu. Dann gehen wir mal hier lang. Ich habe schon wieder total die Kontrolle verloren, wo ich jetzt hin muss, ne? Ich muss jetzt nicht wirklich den ganzen Weg zurücklatschen. Ihr wollt mich doch wohl verappeln. Darf man Tipps geben? Tipps, ja, aber nicht so rein spoilern, bitte. Weil ich natürlich versuche, den ganzen Scheiß auch selbstständig zu machen. Hier ging es weiter. Dann bin ich da hinten hochgejumpt, ne? Ja, das war zu. Ich will jetzt auch natürlich auch erklären, warum die andere Tür da so komisch verrammelt war, weil dann kommt man natürlich entsprechend da wieder durch. So. Hey Daniel, warum hast du 12 Stunden für das Game gebraucht? Da braucht man noch mal 6. Ach, weiß auch nicht. Ich hab mir die Karten selber so gelegt. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir hin müssen. Chat, als wäre nichts passiert. Wir sind wieder da, wo wir hin wollten. Und diesmal gehen wir auf der anderen Seite diesmal runter. Bitte, danke. Grüß dich. Wir lassen ihn erstmal werfen. Oh, oh, ist aber ein weiter Weg. Na, hör mal. Ah ja. Aha, ach so. Finde ich jetzt weniger lustig, muss ich sagen. Das ist schon wieder ärgerlich hier, dass ich das nehmen muss. Ja, zu spät gedrückt. So, dann straucheln die, ja. Na, das war dumm. Das war auch dumm. Das war noch viel dümmer. Finde ich spannend, dass du natürlich kein Damage kriegst von dem Dödel, der mit den Steinen schmeißt.
Amplifiers aus? Lächerlich. So, gucken wir mal. Hier habe ich schon noch was gesehen. Hier, ne? Schießenpulver. Oh. Mal auf die Karte gucken. Oh, Schatz! Auf euch habe ich jetzt gerade gar keinen Bock da drüben, ne? Wir machen den Weg frei, Mauser. Naja, das war dumm. Ich hätte auch auf dem Sims langlaufen können. Wäre natürlich eine weniger gute Idee gewesen, muss ich mal dazu sagen jetzt, aber es hätte mich dann nur bestimmt das Leben so ganz dezent gekostet, nur. Hier drüben ist das Tor zu. Wir müssen hier an dem Dingens ziehen. Ach, na schön. Guck mal, da unten steht schon wieder einer. Aha, du denkst, wo ich bin, blöde. Hast du nicht überlebt? Ja, mit einem Headshot, mit einer Mauser, du. Da kann man auch schon mal sagen, ich bin mich jetzt ein bisschen gekitzelt, aber gestört hat mich jetzt weniger. Warum ist hier unten ein Sprengfass? Das macht mir nur gar keinen Sinn. Wegen dem einen Hans Wurst da, oder was? Das glaube ich ja jetzt noch nicht. Also ja, er hat zwei Schuss getankt, aber... finde ich dann doch ein bisschen übertrieben auch. Jetzt sag nicht, ich muss hier hochklettern. Da kann ich mir auch direkt selber die Waffe im Mund stecken, glaube ich. Schon wieder einen Schatz übergesehen. Wo ist hier ein Schatz? Ah ja, okay. Why not, ne? Da hört man natürlich auch das Geschunkel nicht. Es ist halt die Frage, wie ich jetzt wieder hochkomme. Da ist eine Leiter. Die Leiter ist natürlich auf der anderen Seite. Kann ich den Typen? Ich frage mich auch, wo die Steine. Ach so. Shit. Der ist eine Nummer zu groß für mich. Er hat einfach mal um die Ecke gechuckt. Okay. Das wird nicht klappen, denke ich. Oh, das ist aber ganz schön knapp. Oh, Junge, Junge. Yes, eine Kanone. Hat diese Schieße auf. Ist ja schon wieder geil, ne? Diese Kanone ist ja natürlich total unbewacht. Ja. Ah ja. Starker Auftritt. Zack. War aber vorauszusehen, dass so eine Scheiße passiert. Da habe ich mit gerechnet. Stehen schon die nächsten Trolle, Alter. Oh. Hopp. Springfield ist es ja. Das Kaliber reißt ihm rüber. Ja, aber nicht, wenn man von irgendeinem Zombie-Virus befallen ist. Dann eher nicht. Hier wieder so ein Kettenschwinger. Ob das hier unbewacht ist. Lässt wieder mal an der Murmel hier schütteln, ne? Ah, hier ist das Tor jetzt unten aufgegangen, jetzt kommen die gleich hier hinterher gestompt. Und der hört bestimmt auch auf zu werfen, wenn ich an die Kanone gehe, ne?
und los. Ich habe einfach geschossen. Ich glaube nicht, dass ich den Kopf getroffen habe. Adios, du hässliches Mistvieh. So, ich mache ich auch gleich weg hier da. Bom. Quatsch. Gut, dass er nochmal zurückgelaufen ist. Peng. Daher okay. Wünsche ich mir halt, dass noch ein paar andere Gegnerhorden kommen würden, ne? Wenn man schon mal so einen Schütz hat. Da könnte jetzt aber auch mal noch so einer kommen. Aber nö. Wäre zu einfach auch. Das wäre ja auch wieder zu einfach. So, liegt hier irgendwo ein kleiner Schlüssel rum? Nö. Warte mal, war da grünes Gras, genau. Ne, ist nur ein Grasbüschel, das gehört. Also, ja, okay. Ah, nee. Sollt ihr jetzt runterhüppen? Wenn ihr das so sagt. So, wir wollen das sicherlich auch nochmal zurück. Boah. Nix. Och, was ist denn euch passiert? Jetzt hat die Treppe runtergefallen. Das tut mir aber leid. Och. Unfälle passieren halt. Ah, natürlich ist der nicht tot, ne? Lass mich veräppeln. Lass mich raten, Fünfer Helm. Keiner Tarkov-Witz. Oh. Sorry. Ich hatte genug für heute. Naja, lässiger Spruch auf den Lippen. Was anders sein? Wir könnten auch noch mal ein paar Bolzen herstellen. Stecken die? Natürlich stecken die nicht. Ach so. Irgendwann werden sie schon mal brauchen. Vor allem, wenn ich Minen aufsetze, schieße, dann sind die Pfeile ja weg. Weg. Weh wie weg. Ein Raum ohne irgendwas. Das ist aber nicht so Resident Evil-like, ne? Hallo. Wie riesengroß ist dieser Rabe? Ich will ihn aber auch nicht abschießen. Das ist ein Tier. Er gibt auch nicht so viel Geld. Ich will es lassen. Wahrscheinlich attackiert er mich gleich, dann lache ich aber laut. Ashley, wo bist du? Ashley hat es durch den Irrgarten geschafft, auf jeden Fall. Klingt total nachvollziehbar. Wette, man kann diesen Raben einfach abknallen, ne? Ich wette es mit euch. Aber was würde mir das bringen? Der rutscht dann irgendwo runter und ich kann ihn nicht looten. Das ist schon wieder zu offensichtlich, ne? Wie der da sitzt. Dann checken mal meine G28 auf WhatsApp aus. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Mit dem Messer die Eisenkette durchschneidet, einfach so, ja. Aber andere Sachen gehen halt nicht, ne? Das ist immer komisch. Komm nicht näher. Ich tu dir nur wieder weh. Ich hab solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg.
Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke.